I woke up dreaming about the perfect place, a special somewhere. I think I found my way, a little something that I can call my own. Oh, 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 oh. It's coming closer, I feel it in the air. The sounds of happiness, like children at the fair. I gotta love it, a place that I call home. Oh, oh, oh. Just feel free, just feel free. Just feel free, just feel free. Just feel free, just feel free. Just feel free. Perfect match, a day of sunshine. My love, my life, my sketch of people living. We'll write the highest rainbow. Oh, 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 oh. We'll touch the sunrise, explore the deepest sea right here together. Just you and me up to the moon. Forever, let's start now. Oh, oh, oh. Just feel free. 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 You and me, you and me. Just feel free. Just feel free. Just feel free. Just feel free. Ah, yeah. Woo. All right. So just feel free. Just feel free. Just feel free. Manchmal stehen wir auf, stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckohren hören nicht auf zu ticken, ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht von einer ganz anderen Erfahrung und dennoch unverwundbar, geordnet in geheimnisvoller Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. So Marie-Louise Kaschnitz, liebe Familien Mack, liebe Freundinnen und Freunde des Europapark bei Ihnen zu Hause. Wir begrüßen Sie an diesem Ostermorgen sehr herzlich. Wir alle sind tief betroffen von den Erfahrungen mit Covid-19. Ein Virus so schnell um die Welt. Miteinander sind wir getroffen im gesellschaftlichen Ausnahmezustand. Leben, das ganz anders stattfindet. Menschen, die um ihr Leben bangen,
Menschen, die sterben müssen. In dieser Zeit den Ostergruß zu hören, Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden, fällt schwer, wo wir offensichtlich auch nicht Herr der Lage sind. Umso mehr bedarf es unseres Vertrauens, unserer Zuversicht. Nicht allein für uns, sondern für und mit all den Menschen um uns. Jesus im Kreis seiner Jünger beim Abendmahl, allergrößte Schwere im Blick. Und Jesus am Ostermorgen, wie heute, als um 6.06 Uhr mit der Dämmerung der Tag begann, die Sonne gegen 6.41 Uhr aufging, uns ein neuer Tag anvertraut wurde. Entzünden wir in diesem Vertrauen die Osterkerze für 2020. Lasset uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne dieses Feuer im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das die Nacht erhält und in Flamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht. Damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir beten gemeinsam und ich lade Sie vor den Bildschirmen ein, mitzubeten und gemeinsam mit uns zwischen den Bitten zu beten. Herr, erbarme dich. Guter Gott, unsere Gedanken sind in dieser Zeit voll Sorgen und Ungewissheit. Die Frage nach dem, wie geht es weiter, ist manchmal übermächtig. Lass unseren Glauben an dich zu einer starken, verlässlichen Stütze werden, die uns durch diese Krisenzeit begleitet. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Am heutigen Osterfest feiern wir deine Auferstehung, den Sieg des Lebens über den Tod. Wir bitten dich, lass uns die Hoffnung darauf nicht verlieren. Lass uns alles uns Mögliche tun, dass das Leben auch über den todbringenden Virus siegt. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Gott, du bist die Liebe. Wir dürfen von deiner Liebe erzählen und sie weitergeben. Dein Sohn hat uns mit seinem Leben, seinem Sterben und mit seiner Auferstehung gezeigt, dass die Liebe zu Gott und den Menschen das höchste Gut ist. Lass uns unsere Mitmenschen nicht vergessen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Amen. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky as we walked in fields of gold. So she took her love for the gaze of wine upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley, you can tell the sun in his jealous sky. Among the fields of gold, see the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise as you kiss her mouth. Promises lightly,
have passed since those summer days among the field of barley. See the children run as the sun goes down among the field of gold. You remember me when the west wind moves upon the field of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. We walked in fields of gold. Ich möchte Ihnen hier aus dem wunderschönen Märchenwald im Europapark ein Märchen erzählen. Ein Märchen, das nicht in der Bibel steht, aber doch eine biblische Wahrheit beinhaltet. Ein König hatte zwei Söhne. Und als der König alt geworden war, war es an der Zeit, eine Nachfolge zu finden. So rief der König seine beiden Söhne zu sich und sagte: Schaut diesen großen Raum an, in dem wir uns hier befinden. Wir feiern hier Feste. Wir treffen uns hier, um das Leben zu feiern. Wem es gelingt, bis heute Abend diesen Raum zu füllen mit nur einem Silberstück, der wird mein Nachfolger. Die Söhne machten sich auf den Weg. Der eine, gleich vor dem Schloss, entdeckte er ein Feld, auf dem gerade Weizen gedroschen wurde. Er rief den Feldarbeitern zu: Feldarbeiter, ich gebe euch ein Silberstück für die Spreu. Die Feldarbeiter schauten ihn erstaunt an und sagten: Aber sicher, wenn wir mit der Spreu noch Geld verdienen können, nimm alles, was du brauchen kannst. Der Sohn packte die Spreu ein, brachte sie in den Saal und füllte ihn bis oben. Vater, du kannst mich zu deinem Nachfolger machen. Der Saal ist voll. Der König schaute sich den Saal an, beschloss jedoch noch zu warten. Am Abend, als es dämmerte und schon beinahe dunkel wurde, kam der andere Sohn. Er schaute in den Saal und sprach: Bringt das unnötige Zeug hier raus. Ich brauche Platz. Als der Saal leer war, nahm er eine kleine Tasche. Die Menschen im Saal schauten erstaunt auf den kleinen Beutel. Was möchte da wohl drin sein? Der Sohn griff in den Beutel und entnahm ihm eine Kerze. Er zündete die Kerze an und warmes Licht durchflutete den Raum und fiel auf die Gesichter aller Anwesenden. Der König lächelte. Er sah seinen Sohn an und sprach: Du wirst mein Nachfolger. Ich lese aus Matthäus Evangelium 5,14. Jesus spricht: Ihr seid das Licht der Welt. Die Stadt hoch auf dem Berg kann sich nicht verstecken. Niemand zündet ein Licht an und stellt es unter einen Krug. Es wird vielmehr auf den Leuchter gesetzt. Dann leuchtet es für alle, die im Hause sind. So soll auch euer Licht den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Gott im Himmel loben. Wir feiern heute das Ende eines Wechselbades der Gefühle. Wir feiern das Ende der Passionszeit. Begonnen mit dem fröhlichen Einzug von Jesus in Jerusalem, über seine Gefangennahme, Folter, Verspottung bis zum Tod am Kreuz. Wir erleben sie immer wieder, auch wenn wir das so ungern möchten.
die dunklen, traurigen Zeiten des Lebens. Sie gehören dazu, auch wenn wir es so oft nicht wahrhaben wollen. Doch in allen Dunkelheiten dürfen wir uns sicher sein, Gott ist da. Und Gott weiß, wie es uns geht. Denn Gott hat die schlimmsten Abgründe menschlichen Lebens selbst durchlitten. Gott lässt uns in unseren Dunkelheiten nicht allein. Die meisten Geschichten enden, wenn die Hauptfigur stirbt. Unsere glücklicherweise nicht. Für Jesus ist der Tod am Kreuz nicht das Ende. Jesus überwindet den Tod. Das Licht der Osterkerze, die wir vorhin angezündet haben, das Licht der Auferstehung, das Licht des Neubeginns durchbricht die Dunkelheit und bringt neue Hoffnung, damals und auch heute. Jesus, Sie haben es eben gehört, sagt zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Gott lädt uns ein, gerade in der Krisenzeit, Licht zu sein und Licht zu bringen. Lassen Sie sich von der Osterkerze oder auch von jeder anderen Kerze daran erinnern, dass Sie immer wieder fragen, mit was füllen Sie Ihren Lebensraum? Ist Ihr Lebensraum voll unnötiger Spreu? Oder ist er gefüllt mit Licht, das in die Welt hinausstrahlt und Hoffnung bringt? Stellen Sie sich diese Frage gern immer wieder neu und freuen Sie sich an der Osterbotschaft. Wir dürfen uns freuen. Christus ist auferstanden. Fröhliche Ostern Ihnen allen. Amen. Much money, but boy, if I did, I'd buy a new house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no old man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, this one's for you. And you can tell everybody this is your song. And maybe quiet, simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words. Just how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss while a few of the verses, well, they've got me quite across. But the sun's been quiet, kind, while I wrote this song for people like you that keep it turned on. So excuse me, forget it, but these things I do, yeah, you see, I forgot it. If the grief, all the blue, in a way the thing is what I really, really mean. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quiet, simple, but now that it's gone,
hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is when you're in the world. Ich lade Sie ein, vor den Bildschirmen mit uns zusammen für Bitte zu halten und gemeinsam mit uns am Ende das Vaterunser zu beten. Guter Gott, wir bitten dich für alle Lichtbringer und Lichtbringerinnen in dieser Zeit, die durch das Coronavirus so dunkel und bedrohlich ist. Schenke ihnen allen Kraft, Mut, Durchhaltevermögen und neue Hoffnungsideen. Sei bei ihnen, begleite sie. Und gib ihnen Menschen, die ihnen selbst Lichtbringer werden, wenn die Dunkelheit über sie hereinbricht. Guter Gott, in diesem Augenblick sind wir verbunden mit all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Europaparks. Wir hoffen so sehr, dass sie gesund bleiben oder wieder gesunden. Ebenso unsere Gäste, die sie draußen hoffentlich gesund bleiben oder bald wieder gesunden, dass wir uns absehbar wieder hier in Ruß treffen können. Guter Gott, plötzlicher Abschied und Trauer, Menschen, die sich nicht richtig verabschieden können. Wir sind erschüttert, wie mancherorts jeden Tag hunderte Menschen sterben müssen. Sei du bei den Trauernden, begleite sie und richte sie auf. Alles Ungesagte legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss des Gottesdienstes stellen wir Sie und uns unter den Segen Gottes. Gott, wie Vater und Mutter, segne dich. Dein Lachen und dein Weinen, dein Vertrauen und dein Zweifeln, die Fülle und den Mangel deines Lebens. Jesus, unser Heiland und Erlöser, segne dich. Deine Freunde und deine Feinde, deine Schönheit und deine Wunden, dein Vergehen und dein Auferstehen mitten im Leben. Heiliger Geist, Windhauch und Feuer, segne dich. Deine Leidenschaft und deine Müdigkeit, dein Tun und dein Lassen, die Kraft in deinen Händen und deines Herzens. So segne dich Gott in allem, was du bist, damit du allem selbst Segen bist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihnen allen fröhliche Ostern und bleiben Sie gesund. Ba 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 ba.